Ja, dann herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von uns. Und letzte Woche haben wir über Produktsuche gesprochen. Genau. Warum lachst du, Rudi? Ich muss gerade lachen, weil du sagst, letzte Woche. Ja, haben wir doch auch letzte Woche gemacht. Jo, ist jetzt halt eine Minute her. Ja, also um genau zu sein, haben wir erst vor 2 Minuten über Produktsuche gesprochen, aber da der Podcast ja immer im Wochenrhythmus veröffentlicht wird, habe ich jetzt letzte Woche. Ich habe schon verstanden, ja. Auf jeden Fall haben wir letzte Woche über Produktsuche gesprochen. Ja. Oder halt vor 2 Minuten, je nachdem, wie man es jetzt nimmt. Mhm. Und während der Podcast-Folge, wir haben halt heute sowieso gesagt, komm, lass uns direkt 2 durchziehen, weil dann haben wir schon mal die für nächste Woche auch schon ready. Und wir haben halt gedacht, also die erste Folge war uns bewusst, okay, wir sprechen über Produktsuche, aber wir wussten nicht, worüber wollen wir denn in der nächsten Folge eigentlich sprechen. Weil wir machen uns jetzt ja nicht mega viele Gedanken, über welche Themen wir sprechen, sondern in der Realität läuft das so ab, wir setzen uns hier hin und dann sagen wir, über was sprechen wir eigentlich? Mhm, genau. Und so läuft das ja ab. Und da haben wir dann im letzten Podcast was angesprochen, was dann jetzt auch relevant wird in dem Sinne. Produktkalkulation irgendwie, weil das fügt sich irgendwie noch ganz gut dazu. Das war die Marge, die wir letztes Mal angesprochen hatten, und dazu braucht man halt eine Kalkulation. Mhm. Genau, weil wir haben ja gesagt, okay, man muss auch darauf achten, wenn man ein Produkt sucht, dass das Ding am Ende des Tages auch profitabel ist. Mhm. Jetzt gibt es aber verschiedene Ansätze, wie man Profitabilität berechnen kann oder wie man generell sagen kann, ich bin profitabel oder ich bin nicht profitabel. Ich fahre zum Beispiel immer eine Variante, die ist nicht so beliebt. Und die sollte man am Anfang vielleicht nicht unbedingt so machen. Es gibt aber auch Varianten darauf, die sind sehr beliebt und die sollte man machen. Mhm. Und ich fange jetzt einfach mal mit meiner Variante an. Und dann sagt ihr mir, was ihr da vielleicht von haltet. Okay. Und dann gehen wir vielleicht nochmal auf eine Variante ein, wie man das eigentlich macht. Also, meine Variante ist, wenn ich gucke, ob ich profitabel bin oder nicht, ist nicht, angenommen, ich verkaufe ein Produkt für 50 Euro, das kostet mich 10 Euro im Einkauf, das heißt, ich habe da irgendwie eine Spanne 40 Euro, sage ich mal. Mhm. Ich zahle jetzt aber pro Kauf 50 Euro. Bin ich profitabel? Nein. Ja. Ja, minus 10 Euro plus Produktkosten, also sagen wir mal, minus 20 Euro oder so. Mhm. Ja? Habe ich ja weg, wegen der Differenz und wegen den Produktkosten. So, aber jetzt bin ich ja unprofitabel. Was habe ich aber bekommen? Den Kauf vom Kunden. So, das heißt, der hat ja bei mir gekauft und den habe ich jetzt ja als Kunden registriert. Mhm. Und jetzt ist es so, dass das ist zum Beispiel die Strategie bei Emmerloff. Also Emmerloff ist, wenn du jetzt zum Beispiel nur die Werbeanzeigen anguckst, ist Emmerloff unprofitabel, immer. Emmerloff hat so einen durchschnittlichen ROAS von 1,5, 1,6 ungefähr. Das heißt, ich gebe 1 Euro aus und bekomme 1,50 Euro, 1,60 Euro wieder rein. Ja. Und wenn ich da jetzt ein Produkt verkaufe wie eine Hundejacke, die 19,95 Euro im Verkauf kostet, aber die mich schon 9 Euro im Einkauf kostet, ist das nicht profitabel, weil ich zahle da pro Kauf 15, 20, 25, manchmal auch 30, 35 Euro pro Kauf. Mhm. Was ich aber stattdessen mache, ist, dass ich eben durch E-Mail-Marketing beispielsweise oder dass ich halt, ich habe damals immer eine Statistik geführt, jetzt mittlerweile gibt es bei Klaviyo, ist ja dieses E-Mail-Tool, gibt es mittlerweile automatisiert, der berechnet dir genau, wie viel Prozent wiederkehrende Käufer hast du, sieht man ja auch in Shopify mittlerweile, ja, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand noch einmal bei dir kauft, wenn du ja zum Beispiel E-Mail-Marketing machst. Ja. So, und dann bei Emmerloff mache ich ja, oder habe ich ja in der Vergangenheit sehr extrem E-Mail-Marketing gemacht, sehr viel E-Mail-Marketing. Und jeder 6. Kunde kauft ein 2. Mal. Okay. Mhm. Aber nicht nur ein 2. Mal, sondern auch ein 3. oder ein 4. Mal. Mhm. Und das bedeutet, ich gehe in erster Linie, gehe ich wirklich voll auf Unprofitabilität und hole mir das Geld dann nach 6 Monaten ungefähr wieder zurück. Mhm. Okay. Durch E-Mail-Marketing oder durch automatisierte E-Mail-Flows. So, wo habe ich das her? Ja, weil am Anfang, wenn man das am Anfang macht, dann hat man richtig schlechtes Gewissen, weil du siehst jeden Tag einfach nur Minus, 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 Minus. Kalkulierst du das denn dann im Nachhinein irgendwo anders? Ich, wie meinst du das? Naja, dass du halt weißt, okay, irgendwo, dass die Kalkulation schon aufgeht, oder? Ja, die Kalkulation geht auf, wenn du dieses Prinzip startest, ungefähr nach 6 Monaten erst.
Kalkulation auf. Das heißt, erst dann machst du Plus, weil es dauert einen gewissen Lifecycle, ne, bis du halt genug Kunden gesammelt hast und bis sie dann auch wirklich ein zweites Mal kaufen, weil manchmal bist du auch nicht beim zweiten Mal profitabel, sondern auch erst beim dritten Mal. Das heißt, wenn der noch nach dem dritten Mal gekauft hat. Aber in der Regel sollte man so rechnen, dass beim zweiten Mal profitabel ist, damit es Sinn macht, weil sonst ist der Lifecycle, bis du so weit bist, viel zu lange, weil sonst kann das echt schmerzhaft sein. So. Genau, das ist es. Genau, und du musst halt auch ein gutes Polster haben. Ne? So, das heißt, du musst auch 6 Monate aushalten, wenn du jeden Tag, ich sag jetzt mal, 100 Euro Verlust machen würdest, rein theoretisch jetzt. Das ist halt keine Strategie. Das ist nichts für einen Anfänger. Genau. So. Ne? Deswegen fange ich auch mit der Strategie an, dass ihr gleich die Finger davon lässt, ja, weil das ist nichts für Anfänger. Das kann ich auch nur machen, weil ich halt den Shop vorher schon 2-3 Jahre profitabel betrieben habe mit der anderen Strategie. Mhm. Ja, und deswegen, aber um eben die Konkurrenz so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, muss ich oder will kreativ ich... Ja, habe ich gedacht, okay, ich mache das ein bisschen anders. So, woher habe ich denn diese Strategie? Ja, und das ist ganz witzig. Ich habe das irgendwo aufgegriffen, ich weiß nicht mehr wo. Aber auf jeden Fall ging es darum... Ich habe das bei Starbucks, habe ich das gesehen. Starbucks hatte mal irgendwas veröffentlicht, beziehungsweise so ein amerikanischer Typ. Ich habe den Namen vergessen. Ist ja auch irrelevant. Mhm. Auf jeden Fall, der hat gezeigt, das war der Ex-CMO, also der Chief Marketer Officer bei Starbucks von, ich glaube, 2012 bis 2018 war der da dieser CMO-Posten. Und der hat so eine ich habe die noch auf dem Computer gespeichert, in meinem Google Drive, der hat da so eine Dings hochgeladen, so eine Präsentation erstellt, wie Starbucks Kunden gewinnt. Und die geben im ersten Augenblick, nur damit du den Kaffee für $5 kaufst, ja, also es ist jetzt amerikanischer Markt gewesen, geben die ungefähr $700-$800 aus, damit du für $5 dein allererstes Mal bei Starbucks dir einen Kaffee kaufst. Mhm. Im Lifecycle allerdings, 24 Jahre, gibst du $14.000 bei Starbucks aus. Mhm. In Amerika, nicht in Deutschland, weil in Deutschland ist Starbucks ja nicht so beliebt. Ist natürlich sehr risikobehaft. Ist sehr risikohaft, aber in Amerika boomt der Starbucks. Also, ja. Also weißt du, du warst ja auch immer in Amerika, ne? Also wenn du da in Starbucks reingehst, ey, die sind alle überfüllt, die sind heftig. Ja. Ne? Also die sind ja richtig crazy, die sind ja richtig voll immer. Generell, Starbucks macht, was das angeht, schon sehr viel richtig, ne? Ja, genau. Aber auch sehr atypisch. Ja, genau. Ja. Und da war eben so die Strategie, okay, die geben mittlerweile, damals noch nicht, weil damals kannten die halt noch nicht so viele und da war es noch günstiger, Kunden zu gewinnen. Jetzt für Starbucks Neukunden zu gewinnen, ist halt relativ schwierig, weil jeder kennt Starbucks, jeder geht dahin. Wenn man sagt, okay, komm, man ist jetzt im Ausland beispielsweise, lass uns mal eben schnell irgendwo, oh, gerade Bock irgendwie auf einen Kakao oder auf einen Kaffee oder so, ja komm, Starbucks, ne, ist hier gerade um die Ecke, Paris oder je nachdem, wo man gerade ist, geht man eben rein, zieht sich da was, gut, Paris vielleicht eher weniger, aber ja. Jetzt gerade in Amerika, ja, das war ja, die Studie war auf Amerika bezogen und dann, ja, $600-$800 waren das und im Lifecycle 24 Jahre gibt es halt über $14.000 da aus, so die Rechnung ging auf. Ja, und damit, das war so deren Erfolgsgeheimnis. Ja, es ist halt ein sehr langfristiges Ding. Sehr, sehr, sehr langfristig. Also es geht dann über mehrere Jahre, ja, wo ja, sich das dann wirklich rentiert. Ja, aber das habe ich dann eben für mich so versucht mal runterzurechnen und geguckt, okay, vielleicht kann ich das ja auch irgendwie bei Amelof anwenden, weil halt Werbekosten sind irgendwie immer hochgegangen. Mhm. Und ich habe halt immer bei Amelof den Ansatz gefahren. Mittlerweile habe ich auch die Preise im Verkauf erhöht. Aber mein Ansatz war immer, ich will Discounter sein, ja. So, ich will nicht High Quality machen und auf Quality gehen, sondern ich will voll auf Quantität gehen und Discounting-Preise anbieten. Mhm. Deswegen, letztes Jahr habe ich das sehr extrem gemacht. Da habe ich, keine Ahnung, das Anti-Bell-Halsband, die Konkurrenz hat für 39,95 verkauft, ich für 29,95, also ein Zehner günstiger, ja. Das ist schon crazy. Das ist schon sehr, sehr, sehr krass gewesen. Das war auch heftig unprofitabel. Aber im Nachgang, beispielsweise, ich habe damit angefangen, letztes Jahr im Sommer oder so, glaube ich, noch vorm Sommer. Und im Januar beispielsweise, da habe ich dann ja mal die krasseste E-Mail gemacht. Mit der E-Mail habe ich allein über 40.000, 45.000 Euro Umsatz gemacht. Mit einer einzigen E-Mail. Mhm. Weil ich dann angefangen habe, 6 Monate später erstmal E-Mail-Marketing mal so richtig auszureizen. Das heißt, die E-Mail-Adressen, die ich über 6 Monate gesammelt habe und ich habe in dem Bereich irgendwie 10.000, 11.000 Euro Minus gemacht, ja, habe ich dann an einem Tag wieder alles drin gehabt. Und jetzt und dann kontinuierlich, jetzt dann durch Post-Purchase-Flow, also Leute, die schon mal gekauft haben, nochmals für einen zweiten Kauf automatisiert eben anzuregen, ja, durch Post-Purchase-Flows automatisiert über Klaviyo, kaufen die Leute peu à peu halt einen zweiten Artikel irgendwann mal, ne? Oder einen dritten so. Und das ist dann halt auf Langfristigkeit halt profitabel, aber halt im ersten Schritt nicht so geil. Man muss halt auch dazu sagen, dass gerade bei Mut der und Risiko. Mut
und Risiko Kapital. Und Kapital, genau, so. Das ist es. Ne? Und da muss man natürlich vielleicht ein paar tausend Euro investieren, damit man die Strategie fahren kann. Ja, deswegen das ist jetzt aber durchaus sehr interessant. Ist super interessant und vor allem, das ist ja auch die Strategie von allen großen Online-Shops, ja. Zalando, whatever, ja, die schalten ja immer, ich meine, wodurch ist Zalando bekannt geworden? Ja, Zalando hat extrem viel Geld von Investoren bekommen. Was haben die mit dem Geld gemacht? Die haben das alles in Fernsehwerbung gebuttert und haben hier, Zalando, schrei vor Glück oder springst zurück oder schickst zurück. Kennt ihr die Werbung noch? Klar. Wo so, So, das war deren Geheimrezept, sage ich mal, womit die dann quasi die Aufmerksamkeit aller Leute auf sich gezogen haben, sau viel Geld im Marketing gesteckt haben und dann ja sau viel Umsatz gemacht haben. 90% kamen wieder zurück, weil schrei vor Glück oder schick's zurück. Ja, der Werbespruch hat gesessen. Mhm. So, die ganze Kacke kam zurück. Aber dadurch bestellt jetzt jeder bei Zalando oder viele, weil es halt sau bekannt geworden ist. Dadurch, ja. Ne? Ja, klar. Aber dafür brauchst du halt Investitionen. Aber darüber wollen wir heute ja gar nicht so viel sprechen. Genau, jetzt haben wir wieder jetzt 11 Minuten darüber gesprochen. Minuten, ja, aber jetzt haben wir schon mal die Hardcore-Strategie abgehakt. Genau. Jetzt kommen wir zu der Strategie. Vielleicht einfach mal zu einer normalen Produktkalkulation. Ja, genau, jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt jemanden, der hat 2000 Euro Startkapital, der fängt an, sein E-Commerce-Business sich aufzubauen, der kann es sich jetzt nicht leisten, 6 Monate Minus zu machen. Das wäre dumm. Und deswegen müssen wir ja die Strategie fahren, wir wollen möglichst schnell profitabel werden. Damit meine ich nicht profitabel werden ab Tag 1, weil das ist unmöglich. Du schaltest Werbung, bist direkt profitabel. Das funktioniert halt nicht mehr. Mhm. Man kann natürlich einen Glückstreffer hier und da haben und es funktioniert direkt. Ja. Mhm. Aber in der Regel ist das nicht so. So. Ich mache mal den Anfang. Bei einer Profitabilitätsrechnung, ich fange jetzt mal mit dem Verkaufspreis an. Zwar sage ich, richte dich bei dem Verkaufspreis nicht an deine Konkurrenz, wie jetzt beispielsweise Amazon und Co. Ja. Warum? Weil wir verkaufen ja am Ende des Tages, machen wir den ersten Schritt über Impulskäufe. Impulskäufe. Also genau. Das heißt, wir schalten ja jetzt in der Regel, wenn man E-Commerce startet, Dropshipping startet, startet man ja Werbung über Meta, also Facebook, Instagram, alles was so dazugehört. Ne? Und da kaufen die Leute ja aus Impuls. Das heißt, du siehst das Produkt, denkst dir, oh geil, brauche ich zwar nicht, kaufe ich mir aber trotzdem. Mhm. Und in dem Bereich bist du dann ja auch irgendwo mit deinen Emotionen und mit deinem Unterbewusstsein auf dieser Seite bei diesem Produkt und guckst jetzt nicht noch links, rechts, okay, kann ich das noch irgendwo einen Euro günstiger jagen oder gehst auf Amazon und guckst, genau, sondern du kaufst es einfach. So. Und deswegen sage ich, auch für die Leute, die zuhören, dann, wenn du ein Produkt kalkulierst, schau nicht, für was verkauft das die Konkurrenz auf Amazon oder sowas. Weil das Amazon heißt, ist voll der falsche Anlaufknoten. Genau, das, also es gibt ja verschiedene Arten von Kalkulationen, ne? Vorwärtskalkulation, Rückwärtskalkulation. Ja. Das heißt, Rückwärtskalkulation, da gehst du ja dann von dem Verkaufspreis aus und rechnest zurück und guckst dann, was darf denn der Einkaufspreis sein. Das solltest du dann eher nicht machen. Das geht in die Hose. Genau, weil vorher den Verkaufspreis festlegen macht nicht so viel Sinn. Auch dann hinsichtlich irgendwo eine Produktsuche und so. Von daher Vorwärtskalkulation, du hast halt ein Produkt gefunden, du hast einen Einkaufspreis und dann starte bei dem Einkaufspreis und rechne das Ding einmal durch und dann kommst du zu deinem Verkaufspreis, den du mindestens mal nehmen musst, damit du profitabel gehst. Und wenn du lustig bist, dann schlägst du da halt noch ein bisschen was drauf. Nur wenn du lustig bist. Aber nur wenn du lustig bist. Ja. Genau. So. Jo, das war's. Fertig, abgeschlossen. Weil viele haben immer das Problem und hängen sich schon beim Verkaufspreis extrem stark fest, weil die machen halt immer einen Vergleich. Das sehe ich auch immer, wenn wir zum Beispiel Support machen, obwohl wir die Leute ja eigentlich schon aufklären bei uns jetzt im Coaching oder auch in den Calls, ja, dann sagen Leute, hey, das Produkt gibt es auf Amazon für 25 Euro, aber ich muss das für mindestens 30 Euro verkaufen, damit ich überhaupt profitabel bin. So, ne? Ja. Aber das ist halt voll der falsche Ansatz, weil hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Mach halt deinen Preis. Vor allem nicht mit Amazon. Das ist, also sind zwei komplett verschiedene. Du kannst ja so krass abheben. Du kannst ja allein nur, wenn du ein anderes Produktbild hast, kannst du 10 Euro mehr nehmen. Genau, das ist es. Und das vergessen halt viele. Ne? Also, zum einen dürfen wir es auf jeden Fall nicht mit Amazon oder Otto oder sonst irgendwen da draußen vergleichen, aus den Gründen, die wir jetzt gerade schon genannt haben. Zum anderen kann man natürlich Preise vergleichen mit anderen Shopify-Stores, die das Produkt verkaufen. Da kann man schon mal schauen, okay,
was verlangt denn die Konkurrenz, in Anführungsstrichen, jetzt für das Produkt, ne? Aber du hast ja auch gerade eben schon gesagt, umso besser wir das Produkt auf unserem Shop hervorheben, ne? Umso besser wir uns als Experte in dieser Nische im Prinzip platzieren, umso mehr kann man dann schlussendlich auch für das Produkt verlangen, ne? Mhm. Und wir sind halt einfach nicht Amazon. Nee, wir kaufen nicht in Massen ein in der Regel, nee, als Anfänger. Ja. Vielleicht mal ein paar 50 Stück oder so. Mhm. Aber in der Regel starten die meisten ja eh mit Dropshipping so, und dann kriegt man natürlich so die Standardpreise. Mhm. Aber auch da, man muss ja dann noch nicht, wir sprechen zwar jetzt nicht über Produktdarstellung und ne, alles, was dazugehört, aber nur so als Tipp am Rande, ein Produktbild zu ändern und nicht das klassische AliExpress-Bild zu nehmen. Das macht schon einen Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und das hebt dich so, ne? Das ist so, als wenn du dann später Google, ich finde das ja immer geil, Google-Werbung beispielsweise, wenn du Google-Werbung machst, Google-Shopping-Werbung, und du gibst da ein beliebiges Produkt ein, ja, ich sage jetzt mal Grillmatte. Mhm. Grillmatte ist auch damals so ein klassisches Dropshipping-Produkt gewesen. Ja. Und dann gehst du so durch die Google-Suche und jeder hat das gleiche Produktbild, aber unterschiedliche Preise. Dann gehst du natürlich zu dem, der am günstigsten ist, bei Google, ja, jetzt. Ne? Google-Suche ist ja auch wieder was anderes, oder Google-Shopping. Wenn jetzt da allerdings einer dabei ist, der hat ein ganz anderes Produktbild, was natürlich ein bisschen hochwertiger aussieht und hat dann auch noch einen deutlich höheren Preis oder einen höheren Preis, dann klicke ich den zumindest mal an und gucke mir das an, weil das ist halt der einzige, der anders ist. Ein höherer Preis muss auch nicht immer schlecht sein. Nein, nee, auf jeden Fall. Ein höherer Preis kann sogar Leute eher zum Kauf verleiten, weil als ein niedriger Preis. Ist, ja. Genau. Weil es einen Eindruck von Qualität hervorhebt. Ja, mhm, ja, ist so. Und das, ich wollte halt auch letztens hier Handyfolie kaufen, ne, fürs Display. Ja. Ey, da gibt es bei Amazon, gibt es welche für 2 Euro, es gibt welche für 9 Euro, es gibt aber auch welche für 34 Euro. Mhm. Ja, da weißt du ja gleich, ne? Und gleich, angenommen sind alles die gleichen, aber der Mensch hat im Kopf, ey, die für 34, das ist die. Das ist die Illusion, jo. Ja, teuer ist gleich gut, so, genau, in dem Sinne. Teuer ist gleich gut, das heißt, ein hoher Verkaufspreis ist noch nicht mal so dramatisch. Mhm. Genau. Ja? Natürlich solltest du alles andere drumherum auch anpassen. Also es sollte dann schon sehr, sehr gut aussehen alles und stimmig sein und zusammenpassen. Ja, das ist natürlich klar. Machen wir mal so eine Kalkulationsrechnung, so Pi mal Daumen. Mhm. Was geht alles von der Kalkulations- oder womit sollten die Leute rechnen? Was, ja, ich sag mal, weil das sind die höchsten Kosten. Ihr beiden habt doch letztens diese, was heißt letztens, ist schon ein bisschen her, aber ihr habt doch die Kalkulation. Das ist schon ewig, ja. Unsere, ja, aber da hatten wir ja einen Fehler drin. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, aber ungefähr. Wir haben die jetzt nicht vor Augen, weil wir haben ja auch, wir machen ja auch diesen Podcast unvorbereitet. Ja. Aber vielleicht mal, ihr habt ja vor einiger Zeit die Kalkulationstabelle bei uns im Training neu gemacht, neu gestaltet. Mhm. Marc ist ja der Excel-Experte. Der Formel-Experte. Der Formel-Doktor. Formel-Experte. Und weil irgendwo hatten wir einen Fehler. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich weiß es auch nicht mehr tatsächlich. Ich glaube, es waren die Selbstkosten gewesen. Ach, Selbstkosten irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, was geht jetzt alles, was kommt alles dazu? Also was für Kosten gibt es? Sprechen wir nur mal über die Kosten, gar nicht über den Verkaufspreis, sondern Kosten. So, Werbekosten, zack. Werbekosten, ganz klar, desto teurer das Produkt, desto teurer die Werbekosten. Mhm. Wenn du ein Produkt für 2 Euro verkaufst, dann... Genau, und da gibt es ja auch so eine Faustformel, sage ich es mal. Wie hoch sollten deine Werbekosten sein? Ja, ja, die lautet? Ich sage 40 bis maximal 50%. Genau. Stimmt das jetzt? Oder prinzipiell dein Verkaufspreis minus den Einkaufspreis. Genau, mhm, ja. Und das solltest du als Werbekosten kalkulieren. Das sollte man als Werbekosten schon kalkulieren, ja. So. Das ist ja auch das, was wir mit auf den Weg geben. Haben wir letztens, mhm, da auf dem Flipchart draufgeschrieben, genau, sehe ich gerade. Den Zettel habe ich übrigens da mir hingefaltet, weil ich was zum Schreiben brauchte und keinen Zettel hatte. Dann habe ich den genommen. Und da steht auch drauf, Werbekosten gleich Verkaufspreis minus Einkaufspreis. Genau. Das ist so Faustformel. Mhm. Oder halt 40-50%, so, ja, roundabout. Mhm. Bei Elbschein haben wir 40% Werbekosten. Manchmal auch 60%. Kommt immer auf den Kommt Tag auf den drauf Tag an. Genau. So, haben wir Werbekosten geklärt, weil wir wollen ja auch, weil wir kennen ja eure Produkte nicht, wir kennen ja auch nicht, was ihr verkauft, wir wissen auch nicht, wie eure Preise sind, deswegen geben wir euch jetzt einfach nur mal so ein paar, ja, Stichpunkte oder halt, wie nennt man das? Dass man halt einfach drauf achten muss. Also Werbekosten haben wir. Ja. So, was kommt noch? Gut, wir haben, ne, die normalen Shopify-Gebühren, App-Gebühren, die vielleicht gegebenenfalls so genau, anfallen. Shopify-Plan plus App, da kann man einfach mal gucken, was hat man da? Mhm. Dann rechnet man das runter auf den Tag. Ne, zum Beispiel, mhm, ich sag mal, Shopify-Summe, ich sag mal, du zahlst 30 Euro jetzt. Mhm. Geteilt durch 30, bleibt, mhm, 1 Euro am Tag, und das dann geteilt durch deine Verkäufe, die du am Tag machst, dann weißt du ungefähr, genau, meinetwegen, machst 10 Verkäufe am Tag, hast du 10 Cent.
Kosten pro Produkt für Shopify-Plan. Mhm. Und alles, was ja dazu gehört. Pi mal Daumen. Das genau sollte man mit einkalkulieren. Ist zwar nur eine kleine, ist zwar nur so ein kleines Ding, ja, aber ich, gerade sowas ist immer noch wichtig, ne? Ja. Und auch Transaktionsgebühren. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hatte so ein, auf dem Pferdeturnier war das, auf dem Reitturnier in Bremen, ne? Dann, die haben so ein, ach, futterfee.de heißen die, futterfee.de. So, und wir saßen da am Camper, ne? Also bei denen am Camper, die haben uns da auf ein Bier eingeladen, weil irgendwie haben wir die da kennengelernt, weil die hatten auch ein kleines Kind, der war so alt wie Finn, 4, ne? Und dann haben die zusammen im Schlamm gespielt, weil es hat übelst geregnet an dem Tag und dann war da so dieser, und nächsten Tag war halt Sonne, aber, und dann waren wir auf dem Campingplatz da bei denen, es war halt ein Pferdeturnier über 3 Tage und dann standen die mit den Trucks da, hat übelst geregnet einen Tag vorher, dann nächsten Tag war Sonnenschein und voll die Matschepfützen überall, ja, die Kids da voll rein, und dadurch haben die sich dann kennengelernt, die beiden, und dann haben wir uns zudem mit da am Camper gesetzt, ja. Und dann habe ich die so gefragt oder irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, was wir so machen. Und ich habe so gesagt, so ja, hier, wir machen hier E-Commerce und so. Und dann fragte die mich so, ja, auch mit Shopify. Ich so, ja, auch mit Shopify und so. Und dann hat sie mir gesagt, ja, wir sind futterfee.de, verkaufen Pferdefutter und liefern das irgendwie deutschlandweit. Und die hatte mir auch was ganz Spannendes gesagt. Ja, ne, läuft gut und so bei uns. Und dann sagte der Mann mir so, ja, aber wir hatten letztes Jahr, hatten wir über 70.000 Euro Transaktionsgebühren. Die hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Da mussten wir erstmal komplett neu kalkulieren, weil wir das gar nicht wussten. Yep. Einfach Bankdaten eingegeben, wo soll die Kohle hin, wenn jemand kauft, aber sich nicht durchlesen, hey, wie viel kostet denn das eigentlich? Genau, auch ganz wichtiger Faktor, ne? 2% plus 30 Cent in der Regel. Transaktionskosten, jo, genau. Also 2%, also durchschnittlich, kommt immer auf den Zahlungsanbieter drauf an und auf deinen Shopify-Plan, wenn du den Standard-Shopify-Plan hast, sind das 2%. Mit steigendem Plan wird es geringer. Genau, 2% plus 30 Cent sind es in der Regel. Bei PayPal ist es, glaube ich, ein bisschen weniger und bei Planer sind es sogar 2,9% oder so. Aber ich würde mal im Durchschnitt einfach mal mit 2% plus 30 Cent rechnen. 2% vom Verkaufspreis natürlich plus 30 Cent dann nochmal on top. Wenn man jetzt einen höheren Shopify-Plan nimmt, das lohnt sich aber erst ab, weiß ich nicht, 25.000 oder 50.000 Euro Monatsumsatz, dann hat man nicht mehr 2%, sondern 1,6% oder irgendwie so. Ja, dann, aber das lohnt sich auch wirklich erst ab dann, weil sonst genau, stimmt das Verhältnis nicht. Sonst passt es nicht. Genau, also wie gesagt, Transaktionsgebühren haben wir drin. So, Transaktionsgebühren, Shopify-Gebühren, Werbekosten. Einkaufspreis, wichtige Sache. Ja, klar, der kommt natürlich als allererstes. Einkaufspreis, ja, es kommt als erstes. Das hatten wir auch schon mal eine Sache angesprochen. Ich glaube, war es das letzte? Ich glaube, es war der letzte Podcast. Thema Retouren. Retouren würde ich muss auch man natürlich auch mit einberechnen. Kommt immer darauf an, auf den. Genau, und da sind wir. Genau, stimmt. Weil wir Versandkosten ja, plus Retouren. Genau, weil was wir. Letzte Woche festgestellt hatten, nee, überletzte Woche muss ich ja sagen, ja, ist im Podcast, als wir über Retouren gesprochen haben, ist ja, dass wer trägt die Retouren bei einem Shop, der kostenlosen Versand trägt? Die Retouren trägt der Käufer immer, ne, die ist mit einkalkuliert. Genau, die kalkulieren wir auch schon mit ein, obwohl wir das ja gar nicht kostenlos anbieten. Also die Retoure. Aber trotzdem kalkulieren wir es einfach aus Sicherheitsgründen, aus sicherheitstechnischen Gründen mit ein. Ja. Ja. So, und da würde ich würde es immer produktspezifisch oder produktabhängig machen. Zum Beispiel ich nehme jetzt mal wieder Malen nach Zahlen, weil das ist so ein Produkt, das schickt man in der Regel nicht zurück, nimmt man 2%. So, bei Fashion würde ich jetzt schon mal 10-20% ansetzen. Dahingehend sollte man sich einfach an ein paar Benchmarks orientieren, ja, im Internet ein bisschen googeln, in der Nische, was sind da ungefähr die Retourenquote und sich dann erstmal daran orientieren. Ja, genau. Also auch da kann man jetzt nicht genau sagen, das ist der Prozentsatz, aber ich sag mal, wenn du jetzt so ein klassisches Four-Season-Produkt hast, ohne eine Größe, also ohne dass du jetzt eine Größenauswahl hast, würde ich sagen 2-5%. Mhm. Ja. Ja. Das kommt hin, ja. Ja. Dann haben wir die Steuern, aber die Steuern netto gehen vom Verkaufspreis ab, also auch das kommt eigentlich als allererstes. Wir haben ja oben in der Tabelle Verkaufspreis, dann gehen vom Verkaufspreis die Steuern runter. Angenommen, du verkaufst das für 11,90 Euro, das ist immer am einfachsten zu rechnen, bleiben 10 Euro über. Also 11,90 Euro minus 119 sind ja 10 Euro. Ja. Das ist dann ja der Nettopreis, Verkaufspreis, dann geht der Einkaufspreis runter, dann gehen die Werbekosten runter, dann haben wir gesagt Transaktionskosten plus Shopify-Gebühren, in Klammern Selbstkosten. Mhm. Und irgendwas habe ich vergessen. Hast du schon Versandkosten gesagt mit Retouren? Ja, gut, die tun wir jetzt eigentlich beim Einkaufspreis. Die würde ich im Einkaufspreis jetzt reintun.
Genau, da war es nochmal ein guter Punkt. Genau. Dass man die mit einbringt. Werbekosten habe ich vergessen. Werbekosten. Stimmt, die sind schon aufgezählt. Ja, Werbekosten, wichtig. Und wir selbst jetzt als Person, man hat ja auch irgendwie einen gewissen Wert. Ne? Ich sag jetzt mal, zum Beispiel, man kann, aber ich finde, man kann sich jetzt selbst schlecht einkalkulieren in die Kalkulation, weil man macht das ja für sich und nicht für. Mhm. Deswegen, wenn man jetzt noch damit einkalkuliert, ich koste 17,90 Euro die Stunde. Das ist ja ein bisschen schwierig jetzt in der Kalkulation. Am Anfang solltest du erstmal gar nichts kosten. Am Anfang, genau, würde ich das jetzt tatsächlich noch weglassen, die Personenkosten oder die Selbstkosten. Ne? So. Genau. Und dann hast du eigentlich eine gute Kalkulationsrichtlinie. Ne? Ich denke, so, wo es dann bei den meisten scheitert, ist tatsächlich der gar nicht mal unbedingt der Einkaufspreis, weil den kannst du gar nicht so krass beeinflussen. Ne? Weil klar, du kannst ihn vielleicht bei CJ oder bei Ali, da mag es vielleicht Unterschiede geben von 1 bis 5 Dollar oder so. Aber ich glaube, da, wo du die meisten den größten Hebel hast, ist der Verkaufspreis. Und ich denke, dass da die meisten einfach lost sind und da halt zu niedrig ansetzen. Oder weil die sich halt zu sehr vergleichen. Genau, das ist es ja. Also du musst halt letzten Endes noch die Marge mit einkalkulieren, ne? So. Das sollten wir nicht vergessen, weil es mir gerade mal eingefallen. Weil ganz zum Schluss sollte ja was Grünes rauskommen und nichts Rotes. Genau. Und deswegen kalkulier mal, was, sagen wir mal, 20-30% Marge ungefähr rein, damit du dann halt auch Gewinn machst. Das haben wir gerade vergessen, also tatsächlich. Das ist jetzt das Wichtigste eigentlich. Ja. Genau, ne? Aber dass man auf jeden Fall mal, ich sag mal, alles so unter 20%. Ja, dann macht es die Masse. Dann macht es die Masse, ne? Natürlich, aber wenn du jetzt dann Artikel hast, wo man noch Zubehör braucht, ja, oder ich sag mal jetzt zum Beispiel, ich habe letztens noch ein Gartenmöbelstück gekauft. So, Gartenmöbel, da brauchst du auch eine Abdeckplane, ne? Also nimmst du die noch mit. Direkt einen Upsell. So, direkt einen Upsell noch mitgenommen. Genau. Kommt direkt, das finde ich ja geil, bist in so einem Shop, so Gartenmöbel, zack, klickst an, jo, und dann kommt das Pop-up, willst du noch die passende Plane dazu haben, in der passenden Maße. Ich so, ja, klar, auf jeden Fall. Nochmal mit rein da. Ne? Wenn man natürlich so ein Produkt hat, aber auch da an dieser Stelle wieder, wir wissen es nicht, wir haben ja keine Glaskugel, wir wissen ja nicht, was du verkaufst. Und deswegen, wenn du jetzt zufälligerweise Lounge-Möbel verkaufst und passend dazu auch noch eine Abdeckhaube hast, dann ist deine Kalkulation vielleicht auch nochmal eine andere, weil du dann auch nochmal jeden fünften mit einrechnen kannst, wie mich, der das Ding mitkauft. Ich möchte sagen, es sind wahrscheinlich noch mehr, weil keiner kann seine Gartenmöbel ins Haus stellen, während dem Zeit. Ja. Jeder deckt die ab. Das stimmt. Jo, wahrscheinlich. Nee, genau. Aber das ist genau, das ist aber auch ein guter Punkt, ne? Dass man das oft auch nicht berücksichtigt. Einfach das. Ne? Es gibt natürlich die ein oder anderen Leute, die nehmen noch irgendwas mit. Ne? Oder auch Zweitkäufe. Oder auch Zweikäufe oder wie auch immer. Genau. Das müsste man irgendwo mal mit berücksichtigen, dass wenn man sieht, okay, ich habe jetzt eine Marge von, ich sage jetzt mal 17%, aber ich habe irgendwie ein Produkt, davon könnte man auch 2 vielleicht kaufen. Also 2 Artikel, dann würde ich sagen, hey, das ist alles gut. So, ne? Ich sag mal, wie bei uns jetzt bei Elbschein beispielsweise. Also wer kauft bei uns nur ein Produkt? Die wenigsten. Die meisten kaufen 2 oder 3. Also genau. Unser durchschnittlicher Warenwert ist ja, ich würde jetzt mal einfach so behaupten, 60 Euro aufwärts. Mhm. Und die Produkte kosten aber deutlich weniger. Mhm. Ja, also ich glaube wirklich 2%, 3% haben ein einziges Produkt gekauft. Das werden immer mehr gekauft. Immer mehr, genau. Und das kalkuliert man am Anfang eher weniger mit ein, weil man das gar nicht auf dem Schirm hat. Aber man sollte am Anfang ja sowieso, ich sag schlechter mal, rechnen. Besser schlechter rechnen als zu perfekt. Ne? Und am Schluss hat man sich verrechnet und dann kommt es irgendwie nicht hin, dann gehst du da mit Verlust raus. Ganz wichtig, ja, immer ein bisschen schlechter rechnen. Genau, machen wir ja auch. Ja, machen wir auch, ja. Immer schlechter rechnen, ja, ja. Guter Punkt. Ja, genau. Das ist ja bei uns auch so, wir haben ja auch, wenn wir jetzt ein Armband verkaufen, was wir mit 10 Euro Einkauf kalkulieren, aber das wir 44,95 verkaufen und jetzt kauft jemand allerdings 2 Produkte, dann haben wir ja einen Einkaufswert so gesehen von 20 Euro, weil der hat ja 2 Produkte gekauft, aber wir bezahlen ja nur einmal Versand. Das heißt, rein theoretisch müsste man dann ja da nochmal wieder 6 Euro oder was, also 6 Euro ist nicht, aber nochmal 4, 5 Euro runterrechnen, dass du dann den reellen Wert hast. So, ne? Aber das ist halt technisch mit jetzt einer Standard-App und mit Standard-Shopify, wo man die Kosten hinterlegt, nicht umsetzbar. Aber es ist doch immer schöner, wenn man doch ein schlechteres Ergebnis hat, als wie es eigentlich ist. Also das Ergebnis ist eigentlich besser, aber es wird halt schlechter dargestellt. Und wenn man das eigentlich im Hinterkopf hat, dann kann man ein bisschen ruhiger schlafen. Mhm. Ja. Genau. Jo. Das heißt, wenn man 100 Euro Verlust gemacht hat, sind es vielleicht nur 70.
Im besten Fall nicht. Und wenn du 500 Euro plus gemacht hast, sind es vielleicht 700. Jo. Wer weiß. Aber da gibt es ja auch noch so, ne, die einen oder anderen, ich nenne es jetzt mal Tricks, seinen Einkaufskorb von den Kunden oder so ein bisschen hoch zu... Darüber sollten wir auf jeden Fall, das solltest du dir jetzt nochmal aufbewahren. Den das Trick, ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Erhöre. Weil ich glaube, von dir kam die Idee, oder von dir, mit das, der Idee X? Ja, genau, da habe ich mir Gedanken gemacht. Wir nennen das jetzt die Idee X. Wie erhöre ich den durchschnittlichen Warenkorb? Genau, also Rudi hat dafür gesorgt, dass die Kunden sich immer drei Artikel in den Warenkorb legen. So gut wie jeder Kunde fast. Also egal, wenn man durch die Bestellungen scrollt, immer 89 Euro, 89 Euro, 89 Euro, 89 Euro. Das sind immer 89 Euro. Immer 89 Euro. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie das geht, dann solltet ihr dranbleiben und beim nächsten Mal vielleicht zuhören. Vielleicht besprechen wir das ja beim nächsten Mal, wer weiß. Mhm. Sollen wir uns vielleicht mal auf unseren nicht vorhandenen Plan schreiben. Genau. Ja, safe. Oder hier in den Tisch, hier in den Tisch einritzen, dass wir es sehen. Nee, das ist eine gute Sache. Interessant. Mhm. Ja, haben wir denn sonst noch was zum Thema Kalkulation? Weil eigentlich wollten wir nur so ein 20-Minuten-Thema draus machen. Jetzt gucke ich auf den Tacho, wir sind schon wieder bei 30 plus. Jo. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Denke ich auch. Einwände. Ich glaube, wir haben auch nichts vergessen. Nee. Ich glaube auch nicht. Aber was mir aufgefallen ist, während wir hier saßen, als wir hier gestartet sind, war es deutlich dunkler draußen. Und jetzt schaut man nach draußen. Hamburg halt, ne? Es regnet, gerade eben hat es mal kurz geschneit oder gehagelt. Morgen habe ich die Heizung angemacht, weil mir so kalt war. Jo. Jetzt scheint die Sonne. Ich habe auch in meinem Haus, mir ist richtig kalt, ne? Mhm. Und ich habe die Heizung ausgemacht und ich habe kein, weil wenn ich die wieder anschalte, ist voll der Auf, das dauert voll lange und so. Dauert ja zwei Tage, bis sie irgendwie warm ist, ne? Mit so einem Heizkessel. Echt, ja? Ja, ist ja so ein übelster Heizkessel, bis der aufgewärmt ist und so, das dauert voll lange. Ja. Ich dachte, komm, scheiß drauf. So, ne? Kostet auch wieder irgendwie Strom und so, weil ich habe eine Wärmepumpe, habe ich auch gedacht, komm, egal. Ne? Also ich hab gestern die Fußbodenheizung angemacht. Echt? Ey, mir war echt kalt. Ja, wir haben gestern auch die Heizung angemacht. Ja. Es war arschkalt. Ich hab so einen Dyson Luftentfeuchter, den kann man auch auf Heizen umstellen. Habe ich erstmal auf Heizen draufgestellt. Kostet zehnfach an Strom. Ja, nee, aber und gestern bin ich ja mit Roller gefreut, bin ich auch mit Roller gekommen ins Büro. Gestern bin ich richtig nass geworden, weil ich bin gekommen, da war so ein Wetter wie jetzt. Es hat gestern den ganzen Tag eigentlich gepisst. Ja, und dann fahre ich nach Hause, es hat nur geregnet, ich bin komplett nass. Zum Glück habe ich meine legendäre Jack-Wolfskin-Hose angehabt, jawohl, wasserfest ist, und dann habe ich eine trockene Hose gehabt, als ich zu Hause ankam, weil die so ein Fließmaterial ist. Der Multifunktionale. Multifunktionale. Okay, perfekt. Kevin sah gestern aus wie so ein Wanderer. Gestern war so, gestern hättest du mich sehen müssen. Jack Wolfskin-Hose. Herrlich. Und, so ein, und dann so ein Hoodie und so. Ich, ja. Jo. Ja. Gut. Aber auch so, ne? Mir geht auch. Geht alles. Aber bevor wir jetzt vielleicht kurz hier Cut machen, für die Leute, die jetzt auf YouTube zusehen. Ist immer geil, wenn ihr mal in Kommentare schreibt, über was ihr überhaupt Infos haben möchtet. Ne? Ihr wisst das am besten. Wir machen zwar so die ein oder anderen Gedanken. Vielleicht auch nicht, aber... Stellt alle eure Fragen, die ihr habt. Stellt die Fragen da rein und dann greifen wir es vielleicht mal auf. Mhm. Genau. Ja, in dem Sinne? Jo, in dem Sinne sind wir durch, oder? Jo. Perfekt. Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.